Gut, eine Kopie hätte ich gern davon. Und dann bringen wir den Bauplan hier rüber. Das kann da raus. Wir nehmen ein bisschen Holz mit. Und dann verstärken wir das hier mal ganz kurz. Der kommt ja offensichtlich nicht mit der Produktion hinterher. Und bevor wir jetzt plötzlich anfangen, gleich ganz neue Systeme zu bauen, müssen wir dafür sorgen, dass der in der Lage ist, Dinge abzuholen. Weil der hat hier einen, der. Kann's doch nicht liegen. Wir setzen trotzdem hier in die Ecke ein. Um 100% sicher zu gehen. Möchtest du? Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Das hast du nicht wirklich durchdacht, mein Freund. Das hast du wirklich nicht durchdacht. Der Konda. Zum Angriff, habe ich gesagt. Sammelt euch hier. Es gibt kein Bauvorhaben, das ihr nicht verwirklichen könnt. Und jetzt arbeitet. Vielleicht die Sachen ein bisschen vergünstigen durch den Mangel eines Herrenhauses, wir ihn setzen können. Gibt es nicht ein orientalisches Herrenhaus? Nein, das ist tatsächlich einfach nur ein Herrenhaus, was wir normalerweise so bauen würden. Verstehe. Aber das Abholen dürfte, also Abholen der Kaffeebohnen dürften ab jetzt kein Problem mehr darstellen. Und um ganz sicher zu gehen, Straßen. Hält sich ja alles im Rahmen. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Oh, nein, 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 fahr, fahr, fahr. Es wäre ratsam zu zahlen. Fahr zur Ich Hölle. glaube, du hast nicht begriffen, was auf dem Spiel steht. Korsarenschiffe reparieren sich offenbar auch. Gut, wir haben jetzt die Option. Wir können das Ding hier hinsetzen und eine Art, und einen Haufen Gärten und Parks hier zwischen die Moschee und den See setzen. Oder wir betrachten auf dieser Seite den See als Park für sich. Und trennen die Moschee mit Hilfe von einem Park von der Stadt. Oder wir setzen die zentral hin, Eines der damit Betriebe haben wir aber stellt keinen nur Wagen mehr her. irgendwelche dicken Alleen zu beiden Seiten. Und ich finde, das würde wenig Sinn machen, weil die Stadt hier bisher nicht auf großartige Straßenachsen oder großartig breite Straßen aufgebaut ist. Daher würde ich die Stadt lieber von der Moschee trennen mit Hilfe dieses Parks. Also mit Hilfe von Parks auf dieser Seite. Der wird dann nicht auf beiden Seiten flankiert, dann wird einfach die Dinge werden einfach so stattfinden. Wirklich. Gibt großartige Baupläne für eine Moschee. Und bestimmt drängt es euch, den Grundstein zu legen. Macht ihr in die Arbeit. Erstaunlich. Ach Gott. Selbst dieses Gebäude brüllt uns an. Das ist eine Verziehungsfrage. Jetzt ein paar Mandelbäume, genau.
und ein paar Rosen. Wir können mit dem Mandel natürlich grundlegend komplett übertreiben. Wir könnten sowas da hinsetzen. Okay, davor brauchen wir einen Platz. Dann betrachten wir das erstmal als Parkanlage. Das ist jetzt nicht das Allerschönste. Hier können wir noch Plätze hinsetzen. Auch eine Option. Was benötigt er dann überhaupt? Holz und Musik. Das ist gut. Müssen wir uns erstmal keine Sorgen um Steine machen. Wasserbassins mag ich persönlich immer sehr gerne. Brunnen. Schauen wir erstmal bei den Plätzen, die wir zur Verfügung haben. Große Zierplätze. Das sind asiatische Zierplätze. Und es gibt keine großen orientalischen Zierplätze. Schauen wir mal, welche Zierplätze am allerbesten übergehen. In den Grundstein der Moschee. Die gehen nicht schlecht über. Der orientalische Platz. Venezianische Piazza eher nicht. Fürstlicher Platz können wir nicht. Prunkvolle Plätze. Steinmangel. Wir brauchen ohnehin erstmal noch einen riesigen Haufen Steine. Ah! Ja, wir haben ja einen riesigen Haufen Steine. Benutzt, wird benutzt, wird benutzt. Und voll machen. 160 Tonnen, das dürfte für eine Weile helfen. Wir brauchen diesen Mönch mal ganz kurz, den wir zwischengebunkert hatten. Können wir inzwischen eigentlich... Ja. Die erste Tribok-Stellung können wir ausheben. Jawohl. Das geht ja aber als eine Stelle nicht wirklich perfekt auf. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wenn wir den jetzt hier abbrechen lassen, dann macht er irgendwelche komischen Dinge. Oder? Kann er... Wer wird's denn hier platzieren? Kann er sich hier platzieren? Ist so gut wie erledigt. Kann er nicht, aber wir können ihn neu platzieren. Okay, der wird nur Schaden kriegen. Wenn er gerade keine Zugehörigkeit hat. Warum ich euch bat? Auf geht's. Wir marschieren los. Da wird die Begeisterung aber groß sein. Kanonen sind uns auch immer eine liebe Sache. Wunderherrlich. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier waren wir stehen geblieben. Nein. Die Ironie dieser Vorgehensweise würde mir nicht komplett entgehen, aber ich halte das dann vielleicht doch nicht für die klügste aller Vorgehensweisen. Nee, noch besser. Wirklich nur als Ecken. Zwei ihrer Mitspieler befinden sich im Krieg miteinander. Oh, das könnte was werden. Sekunde.
Gewährt mir die Ehre eurer Unterstützung. Ein Bericht. Schnell befehligt es auch guten Schiffe, das macht. Schon seit Jahren streben der Lord und Alsa hier gemeinsam den Frieden zwischen den verschiedenen Interessensgruppen aus Nord und Süd an. Der Austausch wichtiger Informationen ist der Schlüssel zu ist der Schlüssel eventuellen Konflikten vorzubeugen. Hälfte bei der nächsten, okay. So, passt auf. Kann ich dem Sultan von eurem Erfolg berichten? Nennen wir es Erfolg von mir aus. Segne euch für eure Zuverlässigkeit. Hierbei benötige ich eure Unterstützung. Erst einmal so grundieren. Gar nicht mal zu übel. Müssen wir aber gleich noch ein bisschen was anpassen. Denn momentan ist das noch zu einheitlich braun. Hier kommt ein Brunnen rein. Oder ein Wasserwasser. Auch eine Option. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Denn wenn mir die Brunnen hier nicht gefallen, dann. Und die gefallen mir wirklich nicht, dann kommen die ja nicht rein. Dieser Brunnen hier gefällt mir sehr gut. Dieser Brunnenwurm wirkt ein bisschen übertrieben. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Niemand. Dann würde ich einfach das Wasserwasser benutzen. Das gefällt mir in dem Kontext dann wohl am besten. Können wir es immer noch mit Plätzen unterlegen? Ja, ich weiß, es könnte jetzt ein bisschen komisch werden. Nein, nicht das. Nein, nicht das. Ja, der. So. Und um die Ecken abzurunden, kommen da Bäume hin. Kübelbäume. Du mieses Dreckiges. Andererseits, anstelle der Kübelbäume hätten wir vielleicht mit den Straßenpalmen arbeiten müssen. Denn die sind da, sehen da wahrscheinlich ein bisschen kräftiger aus. Dann nehmen wir es mit der Pipette wieder ein Stückchen davon. Davon. Und setzen die Straßenpalmen hin. So, die großen, mächtigen. Das würde ich als durch und durch verwendbar betrachten, oder? Ja. Ja, das würde ich als durch und durch verwendbar betrachten. Hiermit bin ich noch nicht einverstanden. Ich würde sagen, dann ist vielleicht ein Mostfeld dann auch angebracht an der Stelle. Also es stört auf jeden Fall nicht und ich glaube, das geht da ganz gut. Dass man die Bäume halt auf die Straße setzen kann, ist doch ein sehr nettes Gimmick. Dauernden Treue versichert. Schleimer. Ach ja, Flaggschiff übrigens. Bring den Haufen mal ganz kurz zum Aufberg.
Verschwinde oder... Gut, komm hier raus und wag es. Nicht mehr lange und dieser Bauabschnitt kann vollendet werden. Nett. Dann haben wir doch diese Geschichte hier, diese traurige. Ich würde vorschlagen, eine große Not haben, das ihr nicht verwirklichen könnt. Da war ja was. Ich wollte das hier machen, aber das Spiel ist dann nicht der Meinung, dass das zählen sollte. Was ich einfach nur als gemein empfinde. Was also tun? Moment. Wenn ich das richtig sehe, könnte da genügend Platz sein. Tja, habt ihr mal geguckt, was? Da hat das Auge der kreativen Verdammnis zugeschlagen. Hat einem Kontrahenten einen Ratsitz. Euer Eintreffen ist ein Zeichen. Hat Versammlung vertagt? So, ich will sehen können, was ihr zumindest macht. Mit jedem Ratsitz. Der kauft sich bei Marie ein. Auf dieser Insel. Ungeheuerlich. Könnt ihr ihn mal ganz kurz niederjagen? Der stört mich da mit seiner Existenz. Ein Junke. Junke! Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag vermelden? Ja, ist gescheitert. Ich bin froh, dass ihr euch dieser wichtigen Angelegenheit angenommen habt. Meine Hochachtung. Schweig. Ihr verrichtet Gottes Werk. Schweig. Proviantmangel. Proviantmangel? Seit wann gibt es sowas? Aber gut, von mir aus. Proviantmangel. Wie viel Proviant haben wir noch? Ah. Alles fertig. Ich verstehe. Alles fertig. Ihr habt den gefressen, nicht wahr? Um euch wieder zu regenerieren. Was ist zu tun? Unmögliches Gesocks. Den hier reißen wir uns ein. Außerdem ist mir aufgefallen, dass Salz ausgehen will. Wirl. Die Mischung aus wird und will ist Wirl. Also holen wir unser Salz mal ganz kurz von hier hinten her. Drei. Die arbeiten alle. Das ist ja alles, was nur zählt. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wunderherrlich. Proviant müsste bald gemacht sein. Lass ein paar Münzen springen, dann geschieht dir nichts. Träum weiter. Was? Und sag mal, wie habt ihr den schon entkommen lassen? Jagt ihn. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein. Ich kann jetzt hier außen rumgehen. Ich bin von euch ehrlich beeindruckt. Ja. Er geht jetzt hier außen rum. Anstatt diesen riesigen Weg zu nehmen. Und dann kriegen wir unsere Trebuchet-Stellung. Kriegen wir unsere großen Kriegsschiffe. Sprechen ist schwierig. Verurteilt mich nicht. Orientalische Herlager sind echt klein. Dieser Nahkampfeinheit verfügt über weniger Trefferpunkte, bewegt sich dafür aber schnell und kann Handelsgebäude rascher einnehmen.